Ja, mein nächster Gast sieht harmlos aus, aber täuscht sich nicht. Er serviert bissige bayerische Satire im Schafspelz und schiebt uns dabei klammheimlich so manche unangenehme Wahrheit unter. Hier ist der Kastenwart von Schloss Neuschwanstein, Fonsi. Kennen Sie sich noch aus diese Zeiten? Es ist so ein Durcheinander, es weiß niemand mehr, wie es weitergeht und was überhaupt los ist. Guantanamo-Sträflinge wollen wir auf keinen Fall aufnehmen. Aber der Medorn läuft immer noch frei umeinander. Am Kindergeld schrauben Sie rum, Abwrackprämie haben wir. Wie sind Sie, haben Sie überhaupt noch ein Auto? Eine Abfahrt, das Wort kannst du nicht einmal schreiben. Du für ein frisches Kind kriegst 100 Euro, aber für ein altes Auto 2500. Und gut, jetzt sagt man, jetzt kommen die Jungen, ne? Nachwuchspolitiker, ganz jung werden sie, gell? Aber können die das? Du müsst das wurscht, wenn du ein paar alte Deppen dafür davor haben, machen wir das. Gell, an Dings zum Beispiel, ne, kann ich darauf verzichten, der Schäuble. Ne? Unser Terrorminister, Wolfgang Schäuble, der steht beim bis da steht. Wenn er dann immer daherkommt, dann müssen Sie mal schauen, seit 5 Jahren, ich habe es nachgerechnet, seit 5 Jahren erzählt der Mann das Gleiche. Wir haben Hinweise, dass bald was passiert und dann passiert wieder nichts. Denn wir können ja froh sein, dass nichts passiert. Freilich sind wir froh, aber dann sollen wir mal Klappen halten und nicht unständig Angst machen. Wir haben Hinweise. Wissen Sie, was ich glaube, wenn der noch 5-mal kommt und sagt, wir haben Hinweise, dass bald was passiert und es passiert wieder nichts. Der engagiert einen. Oder er macht selber was, damit er am nächsten Tag in die Nachrichten ist und sagen kann, ich hab's ja gewusst. Wir haben Hinweise. Du, wenn die schon Hinweise haben, dann sag mal, die mit dem gesunden Menschenverstand, du, dann fahrt's hin zu den Hinweisen, leid's unten am Hochhaus bei denen, fahrt's rauf und sag, sie, wir haben Hinweise, wollen sie nicht mitkommen auf einen Kaffee oder gleich ins Gefängnis. Du, das machst du mal, das, was der mit uns macht, gell, diese Angst, das machst du mal daheim bei dir am Abend im Schlafzimmer. Schatz, ich habe Hinweise, dass bald was passiert. Und dann passiert 5 Jahre lang nichts. Gut, damit wir uns jetzt nicht missverstehen. Diese Sachen, die uns immer aufregen, da haben nicht immer die Politiker Schuld. Dass man sagt, uns ist ein Montag schon so versaut, dass uns die ganze Woche überhaupt nicht mehr gefreien kann. Da ist nicht immer der Seehofer und die Merkel und alle Schuld. Das sind oft so kleine Sachen, so technische Sachen, so Alltagsschwierigkeiten, wenn die Technik uns wieder mal an den Fuß gestellt hat. Wenn man mal wieder nicht sagt, weil wir natürlich alles brauchen. Na, alles brauchen wir, wenn der Mediamarkt wieder mal so einen Katalog in die Zeitung hineingelegt hat. Weißt, und wenn wir einmal im Monat an einem Montag in der Früh aufstehen müssen, aber wir haben verschlafen zu einem wichtigen Termin, weil ausgerechnet an diesem Montag in der Früh nämlich dieser Radiowecker sich von Sommer auf Winterzeit umgestellt hat und wir haben verschlafen. Rump ist auf Haus, dann kleiner Zeh am Nachtkastel, dass das Blut meterweit spritzt und dann rennst du in die Küche, möchtest wenigstens nur eine Tasse Espresso trinken, geht aber nicht, weil in deiner blöden Espressomaschine natürlich die Tipps oder Tabs oder wie gut, früher hat man Kaffee in Kaffeemaschinen, heute tut man halt Tabs, nein, ja, weil wir alles haben und dann fahrst du rein im Mediamarkt und kaufst ein. Und dann siehst du es, hinter der Kasse geht schon los. Da liegen die neuesten Navi. Wissen Sie was? Das am neuesten Navi, da ist jede Sackgasse im Südjemen drauf. Brauchen können wir es natürlich nicht, gell, weil du schon nach 2 Kilometer in der Früh im Stau stehst. Und auch den DVD-Festplattenrekorder, den müssen wir auch haben, weil da kannst du alles programmieren. Programmieren können wir natürlich nicht, weil das die letzten 25 Jahre mit dem Videorekorder schon nicht hingekriegt hat. Und wenn du nur ein geschissens kleines, neues Bügeleisen brauchst, wo du denkst, da fährst du jetzt hin und kaufst das endlich, das geht nicht, weil dieses kleine Bügeleisen in so einem Karton verpackt ist. Und warum? Weil natürlich so eine Bedienungsanleitung in allen Sprachen dieser Erde dabei liegt. Nur nicht auf Deutsch, weil auf Deutsch steht 2 Sätze lang, aber draufsteht, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und warten Sie, bis es heiß ist, weil wir blöd werden. Ist doch wahr. Ich reg mich schon wieder auf. Ja, Fonsi, Christian Springer, das Programm heißt, das merkt doch keiner und ist am 1. März hier im Schlachthof.
Jawohl. Und wir sehen uns auch schon wieder in 5 Tagen. Das stimmt. Faschingsdienstag beim Tanz der Marktfrauen. Nein, Schmarrn, in 5 Tagen am Aschermittwoch. Aschermittwoch der Kabarettisten in Germering und im Bayerischen Fernsehen. Wer ist dabei? Du. Du auch? Ja, nur ein paar. Josef Hader und so weiter. Josef Hader ist dabei. Das rentiert sich, da müsst ihr reinschauen. Ja. Du, gradelt man dir leider eigentlich zurück, wenn du so münchnerisch da aufsitzt? Nein, also das, also wenn mit Leid treffen inzwischen, das, also manchmal ist es so, die wollen dann schon ein Autogramm von mir haben und inzwischen geht das. Und früher, also war ich das noch nicht gewohnt und dann habe ich mich halt sehr gefreut, wenn die Leute gesagt haben und gesagt haben, Fonsi, unterschreibe mal. Und das habe ich dann, ich habe alles unterschrieben. Und das war blöd, also an einem Bausparer zahle ich noch heute. Du musst nochmal nach Oberfranken fahren und sagen, ich bin Fan von Monika Hohlmeier, da kriegst du es mit dem Kanteln ganz gut zurück, glaube ich. Wir haben gerade schon über das Thema gesprochen, dass staatliche Hilfen an jeder Ecke gibt. Was hältst du davon, von dieser Rettungs-? Die staatliche Hilfe finde ich sehr gut. Ich finde nur, es ist noch zu eng begrenzt auf die Banken. Sie sollten eigentlich überhaupt mehr helfen, auch in allen Lebenslagen, also auch privat, wenn du mal krank bist. Ja, oder ein Zeckenstich, dass dann die Ulla Schmidt kommt und sagt, Sie haben Prosolos, ich helfe Ihnen. Aber so wie unsere Regierung kennt, hätten die ja sogar einen offenen Schädelbruch mit Globuli behandeln. Also, mit Globuli, ich weiß nicht, wie gut Sie Bayerisch kennen, aber mit Globuli hat man früher die Wäsche aufgehängt. Herr Priol, die Schuldenlast steigt. Wo gibt es noch Geldquellen? Fällt Ihnen da was ein? Na, also ich habe ja vielleicht eine Bank überfallen, aber es bringt ja nichts. Sie haben ja nichts mehr auf der Naht. Das ist ja, das muss ja, wenn du heute irgendwo ein neues Konto eröffnest, musst du erst mal Schufa-Auskunft für die Bank einholen. Und das ist blöd. Herr Benzig, wo kann man noch Steuergelder auftreiben? Die Quellen sind ausgeschöpft. Schuldenberg ist maximal. Wir müssen nur schauen, dass wir das jetzt sozusagen die Pro-Kopf-Verschuldung für die Zukunft auf mehr Köpfe verteilen. Ja? Also mehr Kinder, also keine Abfrag, sondern lieber eine Wurfprämie. Ja? Ich freue mich immer, wenn ich noch so Kinder herumhüpfen sehe, unbeschwert. Und denke immer, ja, sei unbeschwert, genieße es noch, du kleiner Rentenknecht. Ja. Mehr Kinder. Ich würde es ja machen, aber ich... Einen Hut haben Sie schon hier unten. Der Hut ist schon weg. Erster Schritt ist gemacht. Der legt halt nur los. Willst du dir wirklich wünschen, dass Olaf Schmidt zu dir nach Hause kommt? Du bist auch ein pervers, oder? Aber diese grauenvolle Olaf Schmidt, die Frau ist jetzt 9 Jahre im Amt, wäre die ein Auto, gäbe es für sowas eine Abfragprämie, ja? Ich will nach Hause, Leute. Ich denke mal, wenn du richtig Prolosios, wenn du einen richtigen Zeckenstich hast, dann verwechselst du das mit einem Heidi. Das kann ich nicht sein, dann muss ich tot sein, dann können sie kommen, ja. Du hast aber einen Haufen Arbeit. Eine vollkommen andere Gefahr ist doch, man erwartet die Ulla Schmidt und es kommt der Riechling. Ja. Ich würde es anders sagen, es kommt nicht die Ulla Schmidt, sondern es kommt Pofalla hinter der Maske. Die reden beide auch sehr ähnlich. Ach ja. Aber die ist rausgebracht. Nein, ich muss ja einfach weitermachen. Gut. Da steht ja doch. Da steht's ja. Da steht er auch. Bei meinem nächsten Gast. Spielfreude auf diese fiese Satire und Spaß an ausgeklügelten Dramaturgien. Ich darf ihn hier mal zitieren. Kabarett ist wie Schluckimpfung. Die bittere Wahrheit wird einem auf dem Zuckerstück gereicht. Das sagt dieser junge Mensch, unser Zucker des Abends, Klaus von Wagner.